Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. So, die letzte Aufnahme ist schon wieder ein bisschen her. Und nachdem ich mir einige Kommentare der Videos angesehen habe, ich glaube zwei oder so sind jetzt noch nicht veröffentlicht, alle anderen schon, habe ich beschlossen, diese geile Musik anzuhören und dann bei der Pyramide wieder zu starten. Aus zwei Gründen. Erstens möchte ich jetzt ein bisschen Backtracking betreiben, um es mal so zu sagen. Genau. Das ist cool, dass man hier starten kann. So. Ja, mein Gott. Der ist jetzt nicht so das große Problem. Denn einerseits haben wir hier noch nicht wirklich viel angeschaut und andererseits möchte ich sehr viel Backtracking wirklich jetzt betreiben und einfach mal gucken. Wie kommt man denn da hin? Und was ist das? Nö. Auch nö. Okay, also hier kommen wir tatsächlich nicht mehr weiter. Außer so ein bisschen. So, der kann mich mal. Wo geht's denn hier überall weiter? Wow. Die hier schön auf dem Bild. Oh fuck. Nicht in meine Richtung, du Depp. Eieiei. Wow. Was bist du denn? So, der war mir zu gefährlich. Hier ist ja sonst nichts mehr, ne? Mit dem Ding kann ich nichts anfangen. Ich habe das Gefühl, man kann diese Statuen irgendwann. Na, der zieht schon wieder auf uns. Wichtig ist, dass er nicht auf uns zielt. Dann ist alles gut. Ach, es ist schön. Na, du musst natürlich genau hier stehen. Stell die doch einfach woanders hin, du Depp. Okay, hier kommen wir doch jetzt mit dem Hammer durch, ne? Oder täusche ich mich da? Genau, hier sind wir aber, glaube ich, schon gelaufen. Bombenshop. Ja, der ist natürlich cool, aber der hilft mir jetzt, glaube ich, hier nicht so weiter. Und vier Bomben haben wir auch noch geschenkt gekriegt. Also, ob der jetzt so viel hilft. Was war denn hier drin? Wow. Chill. Wer bist du? Bomben! 30 Stück, 100 Rubine. Bombenkaufbombe. Nein, das will ich nicht, aber danke. Das ist also unser ehemaliges Heim. Das kann ja gar nicht besser laufen. So, weiter geht's. Wo sind wir denn aktuell? Ich würde ja gerne mal wieder in dieses Dorf gehen. Das wird jetzt mein nächstes Ziel sein, denke ich mal. Also auch in der normalen Welt. Wir können da, glaube ich, einiges erreichen, was vorher nicht so schön schnell möglich war. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh, warum lebt denn der schon wieder? Der leckst mich doch. Weg mit dir. Mann. Ah, danke für die Bomben. Die nehme ich gerne mit. Das ist der falsche Weg. Nein! Oh, leck, Alter! Das ist jetzt nicht so das, was ich mir erhofft hatte. Aber der stand auch gemein.
Nur wahrscheinlich werde ich solche Treffer in Zukunft vermeiden müssen. Wow, die sind alle ganz schön aggressiv. Oh yeah. Hä, wo ist mein... Warum habe ich so viel Leben verloren? Ich bin nur zweimal getroffen worden von dem Viech. Hä? Okay, das werde ich mir in der Wiederholung nochmal anschauen müssen, weil eigentlich ergibt es irgendwie keinen Sinn. Hier steht ein Pfeil nach unten. Oh yeah, yeah, komm her. Halt, scheiße. Ich wollte gucken, ob ich eine Flasche frei habe. Ich habe zwei Flaschen frei. Scheiße. Aber warum habe ich denn vier Herzen verloren? Du wirst mir doch nicht erzählen, dass in Berührung mit den Viechern zwei Herzen abzieht. Was haben wir denn hier? Wer bist du? Nachdem ich in diese Welt geriet, wurde ich sofort in diese Gestalt verwandelt. Zu Hause habe ich es geliebt, die Flöte zu spielen. Es gab da eine kleine Lichtung, auf der sich die Tiere des Waldes versammelt haben, um mir zu lauschen. Wie gern ich dort werde. Bevor ich herkam, habe ich dort meine Flöte mit ein paar Blumensamen vergraben. Willst du für mich danach suchen? Klar. Hier hast du meine Schaufel. Oh! Du hast ja eine Schaufel geliehen, damit kannst du im Erdreich graben. Das ist ja praktisch. Das ist mega praktisch. Ah, cool. Cool. Das ist sehr praktisch, dass er uns die gegeben hat. Ich weiß auch genau, wo wir suchen müssen. Da werden wir in dieser Aufnahmesession definitiv noch hingehen. Aber vielleicht wechsle ich mal lieber auf den da. Bäm! Hä? Alter, nein! Ah! So. Gut. Bin ich hier auf dem richtigen Weg? Es sieht so aus. So langsam komme ich in Richtung Dorf. Schönes Lied. Muss ja sagen, die Melodie, die tut mich wirklich... Okay. Na, mein Kleiner. Probiert. Was? Probier doch mal dein Geschick an meinem Schießstand aus. Fünfe kosten nur 20 Rubine. Vielleicht lasse ich ein paar extra Rubine springen, wenn du ordentlich triffst. Ich glaube, du könntest schaffen. Willst du mal probieren? Nur klar. Nö, eher nicht. Na gut, mein Kleiner. Wenn du nicht willst, dann machst du dich ab. Du bäbsche Bämme, du. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, eines Tages will ich das mal versuchen. Ich will aber vorher wissen, ob es sich überhaupt lohnt, das zu machen. Oder ob man da nur Geld gewinnen kann. Wow, ich habe irgendwas umgebracht. Okay, hier kann man nicht weiter lang. Was ist denn hier? Nichts, ja, das ist ja praktisch. Okay, gehen wir mal dahin und schauen mal, was der liebe Kerl hier sagt. Hi du. Willkommen im Schatzgarten. Ich habe in 30 Sekunden so viel du nur kannst. Nee, hier kann man also viel Geld ausgeben. Das ist gut zu merken. Das mache ich aber irgendwann anders. Im Moment habe ich da jetzt nicht so die Motivation dazu. Ich will ja eigentlich eher ins Dorf, in die normale, echte Welt. Oh. Ach, kann ich den nicht hochheben? Oh, nein. Weil so wie ich mein Glück wieder kenne, muss man irgendwo da hoch. Und da im hintersten Winkel ist dann ein Herzteil oder was. Jetzt stellt sich mir trotzdem die Frage, ja, wie komme ich denn jetzt...
Wirst mir nicht. Hä? Wie komme ich denn in dieses doofe Dorf? Ich meine, den kann ich nicht hochheben. Da kommt man nicht hin. Hä? Okay, was? Ja gut. Nun denn. Was ist da unten? Nichts, okay. So, Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich würde hier gerne hoch. Also. Da, weg mit dir. Hier ist noch ein Haus. War ich da eigentlich schon drin? Die Bibliothek. Ah, hier war irgendwas. Ich weiß noch, da müssen wir dieses Ding an, dieses Regal anrammen. Ah, okay. Man kann da lang. Naja, ich kann da natürlich nicht lang. Nur der Gegner kann da lang. Erstmal haben wir dich weg und dann haben wir den da weg. Gut gelöst. Schön friedlich. Es gab keine Toten. Zumindest keine wichtigen. So, jetzt sind wir doch hier. Ah, mein Sohn hat sehr gern Flöte gespielt, doch das ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nie wieder zurück. Wer weiß schon, wo er ist und was er macht. Ja, ich weiß, wo er ist. Er hängt in der Schattenwelt fest und keiner kann ihm helfen. Das hilft, das, jetzt bin ich traurig. Ja, die hübsche Dame? Ja, ich hab sie gesehen. Sehr hübsch ist die Dame. Der wunderbare Wasserfall der Wünsche, da bei den Hügeln und der Flussquelle. Die muss euch aber ansehen. Die wirst du mögen. Das sind coole Tipps, die einem hier gegeben werden. So cool, dass ich die Einrichtung gleich mal zertrümmere. So, wo ist denn dieser eine Typ? Hier ist doch der eine, den wir nur mit den... mit unseren Speedy-Schuhen erwischen können, ne? Was? Hier gibt's... Warum gibt's hier Wachen? Verpiss dich mal bitte. Du bist nicht der eine mit den Speedy-Schuhen, den ich gesucht habe. War der nicht hier? Da kann man reinfallen wahrscheinlich. Bumm. Hä? Wo ist der hin? Sag bloß, wir können den nicht mehr erreichen. Tut mir leid, ich bin restlos ausverkauft. Schauen Sie später nochmal vorbei. Okay. Ja, lecko mio, der muss doch hier irgendwo sein. Ihr wisst schon, der Typ, der vor einem weggelaufen ist, ne? Ah, hier ist auch nichts. Ja, cool. Hä? Das gibt's doch nicht. Ja, Hauptsache, den gibt's. Ey, das gibt's ja gar nicht. Wo sind denn allgemein die ganzen Dorfbewohner hin? Och nee. Nein. Die sind ja alle weg. Gesucht, Link. Angeklagte Entführung Zeldas. Ja, mein Gott. Sieht doch ein Depp, dass das falsch ist. Oh, Stroi, wieso hast du dich verändert? Bitte befreie uns vor Aghanim. Okay. Na, vorher mache ich dein Möbeljahr kaputt. Wo sind wir denn hier? Bücherei? Hey Stroh, dieses Haus war früher das Versteck einer Diebesspande. Der Name des Anführers, ja, blind hieß er und hasste grelles Licht über alles. Okay.
Das heißt, wahrscheinlich ist da unten dunkel. Hm. Okay, hier scheint... Aha! Aha, danke für den Tipp. Hier können wir eine Bombe legen. Ha! Oh, sogar ein Herzteil. Cool. Das war sehr wichtig. Jetzt gehen wir hier wieder hoch. Und dann sollte das auch passen. Damit haben wir auch dieses Gebäude. Dann haben wir ja immerhin etwas erreicht. Auch wenn mich das mega ankotzt, dass die ganzen Dorfbewohner weg sind. Ich meine, bis auf den, der halt einfach da sitzt. Wo ist denn der Rest? Ja, ja, genau. In letzter Sekunde hast du mich noch erwischt. Ja, erzähl es deiner Oma. Ach, hoffentlich geht's mir bald wieder besser. Oh, Super Mario. Geht's dir jetzt besser? Nein, ein Bild hilft mir nicht. So, diesmal kriegst du gleich auf die Fresse, ey. Hier sind Hühner und ich war hier wohl auch schon, denn hier habe ich mich durchgesprengt. Ja, hier war ich... Ja, mein Gott, wo sind die Dorfbewohner hin? What? Cool, jetzt habe ich einen Huhn. Ich hatte einen Huhn. Whatever. Ja, brauche ich jetzt nicht mehr. Okay, da steht nicht, was das für ein Haus ist. Ich wollte jetzt eigentlich nichts mit dir anfangen, aber cool, dass du hier hockst. Warum auch immer. Hühner in Krügen. Klingt sinnvoll. Ey, das gibt's ja jetzt gar nicht. Ich komme da schon nochmal irgendwann dran, oder? Ich komme doch da nochmal hin. Ich habe das jetzt nicht verkackt, oder? Ich fühle mich gerade ein bisschen scheiße, deswegen. Irgendwie so. Was haben wir denn hier? Erst wenn mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Schwert härten. Tut mir leid. Okay, dann muss ich wohl den Kollegen finden. Könnte es sein, dass der hier irgendwo ist? Da war ja schon mal nichts. Hä? Ich dachte, man kann da irgendwie reinspringen. Nö. Okay. Hier kommt man wieder raus. Das heißt, man muss von der anderen Seite dahin. Naja, vielleicht finden wir ja den Kollegen. Fuck! Guck doch, Alter! Guck doch einfach in die Richtung von deinem Gegner! Oh! Natürlich hat der kein Herz gedroppt, sieht er ja gar nicht ein. Aber hier gibt es ja zum Glück genug Herzen. Nur nicht für mich, naja. Jetzt bin ich hier, hier ist auch ein Haus. Eine Wahrsagerin. Ah, lass mich deine Zukunft sehen. Na gut. Ja, in der Wüste wirst du auf einen seltsamen Mann treffen. 20 Rubine. Und frische Energie, ne? Das hat sich ja gelohnt. Was? Okay, Bomben. So, hier will ich aber noch nicht hin. Ich möchte jetzt erstmal nach hier... was? Ich möchte hier nach unten. Oh, der leuchtet. Jetzt leuchtet er nicht mehr. Natürlich, er muss uns gleich sehen.
glaube, dass wir noch irgendwas auf diesen Baumstümpfen machen können. Es muss doch irgendeinen Grund geben, warum der andere geleuchtet hat. Jetzt kommt der andere auch gleich wieder, ja, ja. Nerv mich nicht. Jetzt leuchtet hier wieder nichts mehr. Hätte ich den mit Zauberpulver bestreuen müssen? Ich weiß es nicht. Nö, jetzt leuchtet hier nichts mehr. Ist ja super. Oh je, okay. Okay, hier muss ich nach links. Und dann mal ab da rein. War nicht hier diese Stelle mit dem Herzteil, wo ich einfach hätte runterspringen können? Das ist dieser blöde Dieb, ne? Nee, das haben wir geklaut, das Herzteil. Da war ja was. Ich hab dein Herzteil, du blöder Dieb. Du bist scheiße. Just saying. So, wo war denn jetzt die Lichtung? Irgendwo ganz links oben. Dein Ernst? Oh mein Gott. Wenn du campen musst unbedingt, ist schon in Ordnung. So, auf dieser Lichtung mit den Tieren hat er sie irgendwo unter einer Blume begraben, wenn ich mich nicht täusche. Nein. Nein. Nein, nein. Hä? Okay, Weg dürfen wir nicht kaputt machen. Hä? Ach so. Da, wo Schatten ist, das ist natürlich... da, wo Schatten ist, ist natürlich zu harter Boden. Da können wir auch nicht graben. Hä? Das war doch hier, oder? Hat er immer auf einer Lichtung mit Tieren, hat er immer Musik gemacht und dann... What? Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass mein kompletter Ausflug voll für den Arsch war, oder? Scheinbar doch. Ja, sieht schwer aus. Ich habe das ganz schlimme Gefühl, dass ich die Flöte hier nicht finden werde. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile fast das ganze Ding ausgegraben. Das hier ist doch die Lichtung, oder? Oder ist diese Lichtung das da? Dann kotze ich aber im Quadrat, ne? Und vor allem, wo ist denn hier mein Zurück in die Schattenwelt Licht? Es ist irgendwie verschwunden. Boah, das wird ja immer geiler. Nee, ich bin hier falsch. Ihr leckt mich doch am allerwertesten, ey.
das hier ist doch der einzige Ort im ganzen Spiel, wo Tiere sind. Oder wirst du mir sagen, wir hätten tatsächlich bei dem in die normale Welt gemüsst und da dann... Ah, wie kacke. Nö. Nö. Scheiße. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Ich hatte mir mehr erhofft hier vom hierhergehen. Da kann man auch nicht graben. Ah, hier brauchen wir das Hylianische Buch. Wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der die drei Amulette der Tugend trägt. Er wird das Schwert ziehen, dann ist er ein Nachfahre der tapferen Ritter. Achso, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter. Joa, das lief ja jetzt nicht so wie geplant. Hier ist keiner mehr. Scheiße. Oh nein. Kacke. Ja, muss mal gucken. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause, dann gucke ich mal, wie das mit dem Dorf ist. Ob und wann ich da wieder hin kann. Genauso laufe ich dann wohl zurück zu dieser Lichtung wahrscheinlich, weil ich hier was graben muss, tippe ich. Ja, dann gehe ich vielleicht mal in die Wüste. Also das wird so das sein, was dann in der nächsten Folge kommt. Falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Bis dahin, Servus!